Rotzpolzer, Rot-Weiß, den RWE-Podcast gibt es auf Ohren von Timo und Marlon. Jetzt mal Tacheles. Hallo liebe Fußballfreunde, liebe RWE-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pottbolzers Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Und wir nehmen direkt auf, nach Abpfiff des Spiels, ja, des Klassikers, muss man sagen, Rot-Weiß Essen gegen Borussia Dortmund 2. 1:1 ist es ausgegangen und ich begrüße natürlich wie immer meinen Kollegen, den Timo. Schön, dass du da bist. Hallo Marlon, ja, auch frisch nach dem Spiel, aber ich bin jetzt gespannt, wie du unseren Gast ankündigst, weil es ist ein Idol meiner Kindheit. Ja, wenn du das schon sagst, Timo, dann muss das schon was heißen. Ne? Insofern, ich glaube nicht nur Timos Idol, sondern das Idol vieler RWE-Fans, muss man sagen. Ich habe ihn auch selber spielen sehen, als ich ein paar Jahre jünger war. Jetzt bin ich ein bisschen älter geworden. Er hat sich kaum verändert. Er sieht sehr gut aus, wenn ihr ihn hier sehen könnt gerade. Erwin Kuhn ist zu Besuch. Erwin, schön, dass du da bist und dir Zeit für uns genommen hast. Ja, gerne. Und ich freue mich auch, da dabei zu sein dürfen. Und schon nach so einer Ankündigung, dann wird ein gutes Show, glaube ich. Ja, da kannst du von ausgehen. Ja, Erwin, bevor wir zu dir kommen und über dich reden und so, wollen wir natürlich als allererstes, das interessiert alle, über das Spiel sprechen, was wir gerade gesehen haben. Rot-Weiß-Essen 1:1 gegen Borussia Dortmund, zweite Mannschaft. Und bevor ich jetzt in die Analyse gehe, ich glaube, der Timo, der hat auch noch sehr viel vom Spiel sehen können, obwohl er Training hatte vorhin. Timo, vielleicht fängst du mal an, so ein bisschen aus deiner Sicht zu erzählen, wie du siehst, und kannst den Erwin dann ein bisschen mit in die Analyse reinnehmen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe das komplette Spiel gesehen und ich bin jetzt nicht mehr emotional, sondern eher nüchtern. Und ich würde sagen, dass man mit dem 1:1 ja, zufrieden sein kann. Ich glaube, in den ersten 15 Minuten war Dortmund klar am Drücker, haben eine Chance, die auf der Linie geklärt worden ist. Mhm. Und gerade in der Drangphase von Borussia Dortmund würde ich sagen, der unnachahmliche Engelmann macht das 1:0. Man hat dann durch Felix Backstadt auch nochmal eine kleine Chance, hat auch Glück auf der anderen Seite mit einem Pfostenkopfball. Ja, und die zweite Halbzeit ist dann so ein bisschen hin und her gependelt, meiner Meinung nach. Und am Ende war Borussia Dortmund dann schon, ja, nicht am Drücker, aber man hatte viel mehr Ballbesitz. Und dementsprechend geht das 1:1 in Ordnung. Wie der Erwin gerade schon vorher gesagt hat, der Abstand ist jetzt nicht zu groß, sind, glaube ich, 4 Punkte immer noch. Ja, deswegen glaube ich, kann man damit leben, als besser als wenn man verloren hätte. Genau, Erwin, du hast es ja vorhin gerade schon zu uns gesagt, der Abstand bleibt gleich. Wenn du das so, ja, analysierst, das Spiel, das 1:1 jetzt auch, was bedeutet das für den Kampf um Platz 1, deiner Meinung nach? Ja, ich denke, Rot-Weiß ist natürlich noch mittendrin. Ne? Wenn man heute verloren hätte, dann hatte man ein großes Problem gehabt, denke ich mal. Aber jetzt ist alles noch drin, ein Spiel weniger. Wenn du das gewinnst, bist du auf einen Punkt dran. Und meine Erfahrung von damals, ist schon eine Zeit her, aber die Amateurmannschaft am Ende der Saison kackt dich schon ein bisschen ein. Weil da gibt es viele Spieler, die vom Verein wechseln möchten. Die möchten nochmal junge Spieler sehen, die aus der U19 hochkommen und mal ausprobieren für nächstes Jahr. Oder die einen Vertrag haben müssen oder nicht. Und Rot-Weiß hat natürlich schon einen starken Kader in dieses Jahr. Und die müssen einfach durchziehen, was sie im Moment machen und einfach ganz ruhig bleiben. Und ich glaube, der Engelmann hat auch gesagt, von bleibt ruhig, wir machen das schon. Und wenn die Überzeugung bei den Spielern schon da ist, ja, dann muss die Überzeugung natürlich auch auf dem Platz gezeigt werden. Und das wird auch gezeigt. Und wenn die einfach so weitermachen, dann ich habe da ein gutes Gefühl dabei. Dortmund hat nur noch 4 Heimspiele, habe ich gerade gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das aktuell ohne Zuschauer so viel aussagt, ob man 4 Heimspiele jetzt als Nachteil unbedingt werten kann. Denkst du, Erwin, dass das irgendwie eine Rolle spielen könnte jetzt auch nochmal, dass Rot-Weiß deutlich öfter zu Hause spielt, oder ist das wirklich völlig egal gerade, weil keine Zuschauer da sind? Ja, ich denke, die beide Mannschaften stecken auch so oben raus in der Liga im Moment. Die haben beide wenig Spiele verloren. So sieht man auch, dass es wenig Einfluss hat, dass jetzt keine Zuschauer sind. Und vielleicht ist es hört sich vielleicht komisch an, aber vielleicht ist es für die Rot-Weiße mal gut, einmal auch mal ein leeres Stadion zu spielen, dass sie nicht den Druck haben. Wenn das mal nicht läuft im Spiel, und dann ist es immer abwarten, wie die Spieler damit umgehen. Und ja, es ist natürlich nicht schöner, als vor das Stadion zu spielen bei Rot-Weiß, aber manchmal wird der Druck auch groß. Und das hat man auch gesehen, wenn die mal ein Spiel verloren haben oder unentschieden spielen, wie letzte Woche 0:3 verloren.
dann fängt es sofort wieder an, wenn du soziale Medien siehst. Die Leute sind wieder kritisch und wieder so ein Scheiße. Und das bleibt alle einfach ruhig und vertrauen auf die Mannschaft und die machen das schon. Das klingt gut. Ja, vielleicht fehlt ein holländischer Mittelfeldmotor bei Rot-Weiß, sonst hätten sie heute gewonnen. Ne? Ja, ich könnte die Schuhe nochmal anziehen, aber ich denke 5 Minuten und dann ist es auch vorbei. Manchmal reicht das 5 Minuten. Ja, das stimmt Alex. Das stimmt, die können wirklich reichen. Ne? Ja, schade, aber ich denke auch, wenn man sich das Spiel so die 90 Minuten jetzt nochmal vor Augen führt, dann ist das, wie der Timo gerade auch gesagt hat, denke ich, ein Unentschieden, das absolut in Ordnung ist. Das muss man mitnehmen. Darf sich da jetzt auch, glaube ich, nicht drüber ärgern, weil man hat auch heute gegen den absoluten Top-Konkurrenten gespielt. Und ja, da ist ein Punkt, auch wie in der Hinrunde, da ging es ja auch 1-1 aus, glaube ich, völlig in Ordnung. Ich glaube, den Aufstieg, den muss man an anderer Stelle vielleicht auch klar machen, ne? Gerade wenn es gegen die kleinen Mannschaften geht. Ne? Ganz klar. Ja, wollen wir das Spiel auch dann damit einfach mal ad acta legen, würde ich sagen, bevor wir es jetzt total ausklamüsern hier, weil am Ende des Tages können wir drei es leider sowieso nicht mehr ändern und die 3 Punkte nicht mehr hier herbeireden. Erwin, alle kennen dich in Essen, immer noch. Es ist irgendwie so, dass du ja eine Legende geworden bist, muss man sagen, von Rot-Weiß Essen. Für viele, ich habe ganz viele Nachrichten gelesen, die wir bekommen haben in den letzten 2 Tagen, seit wir angekündigt haben, dass du kommst. Und viele haben gesagt, ich will gar keine Frage stellen. Ich möchte einfach nur dem Erwin sagen, dass er, als ich ein kleines Kind war, mein absolutes Idol war. Und das haben wir ganz oft gelesen. Also das möchte ich, das hat der Timo ja sogar gerade gesagt, dir einmal schon mal von den ganzen RWE-Fans mit auf den Weg geben. Also keiner hat dich vergessen. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wenn du so nach Essen zurückkommst, was ja bestimmt ab und an mal passiert. Ich weiß nicht, wie oft du so da bist. Wie ist das so für dich, nach Hause zu kommen, sage ich mal? Wie fühlt sich das an? Ja, du sagst es gut. Es fühlt für mich auch so an, wie zu Hause zu kommen. Es ist einfach meine zweite Heimat geworden. Und ja, es ist immer noch so, wir sind öfters in Deutschland unterwegs. Hè? Wir haben noch viele Freunde, auch in Essen, im Kreis da. Und wir sind oft auch mal in de Stadt mal was Essen gegangen. Und dann wird man immer noch angesprochen von die Leute. Und die mag mal een Foto machen oder een Autogramm haben. Und dann, wenn du mal nüchtern dran denkst, hè, es ist fast 15, 16 Jahre her, dass ich bei Rot-Weiß gespielt habe. Und ja, das gibt immer ein gutes Gefühl. Und ja, ich habe auch mal gehabt, dass ich noch selber gespielt habe. Und da habe ich mal ein schlechtes Wochenende gehabt. Dann bin ich mal in Essen gefahren und habe mir ein paar Schulterklopfen geholt. Und dann ging es mir wieder gut. Und, aber die Leute sind einfach verrückt in Essen. Und ja, ich habe ein bisschen das, ich hoffe, dass ich das ein bisschen verkörpert habe, was die Essener ein bisschen ausmacht. Viel arbeiten und immer alles geben. Und dann braucht nicht alles gut zu gehen, aber wenn man alles gibst und immer, ja, nie aufgibst, und dann schätzen die Leute dich auch. Das stimmt, das ist eine Ruhrgebietsmentalität, glaube ich. Ne? Das macht die Menschen, genau, hier, macht ja, die Menschen hier aus. Unsere erste Frage an unseren Gast ist eigentlich immer, wie bist du zum RWE gekommen? Und die möchte ich jetzt natürlich auch gerne einbringen. Kannst du dich daran erinnern, wie es damals war, als du zu Rot-Weiß Essen gegangen bist? Wie ist der Kontakt zustande gekommen und wie ist das alles passiert? Ja, das war für mich ein bisschen komisch, weil ich bin nach Deutschland gewechselt, vanuit Holland, vanuit FC Groningen damals. Da bin ich nach Gütersloh gewechselt und die sind na ein halbes Jahr insolvent gegangen. Und dann stand ich auf der Straße als 20-jähriger Junge. Und alles gerade geregeld in Deutschland und dann ging gar nichts mehr, konnte bei Arbeitsamt anmelden. Ja. Und damals hat Göttingen 05 hat mir angerufen und die haben gesagt van, kom, wir helfen dir und wir machen alle versuchen dich ein bisschen zu helfen mit den Problemen, die du hast. Und komm mal bei uns Fußball spielen ein halbes Jahr und dann schauen wir mal. Na, dann habe ich bei Göttingen 05 angefangen. Ja, das war einfach ein warmes Bad, wo ich gekommen bin mit vielen Jungs, die mir geholfen haben. Und ja, da habe ich richtig Gas gegeben und richtig gut gespielt. Und auf einmal kam Essen auf den Weg. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kannte Essen damals noch nicht so, wie ich es jetzt kenne. Ja. Und nicht, dass es so'n großer Verein ist, so, wenigstens der Umfeld so groß ist und so verrückt ist nach Fußball. Und dann bin ich auf Gespräch gegangen bei Essen. Und das musste ganz schnell gehen, weil den nächsten Tag war der erste Freundschaftsspiel der Saison gegen Bayern München zu Hause. Aha. Und da musste ich sofort präsentiert werden. So, de eerste Mal, dass ich bei Essen kam mit meinem Berater, kamen wir am Tisch zu sitzen mit 6 Leuten vom Verein. Und mit wem hast du da gesprochen? Mit wem hast du da gesprochen? Weißt du das noch? Das war der, ja, wie heißt der? Was ist das? Hempelmann, glaube ich. Hempelmann, genau. Ja, kann das sein? Und der, wie heißt der auch wieder? Der Schäfer? Ja, das kann sein. Frank Schäfer, genau. Ja, das kann sein, ja.
Aber dann saßen wir mit 6 Leuten am Tisch und die haben sofort Zettel unter de Nase gedrückt. Hier moest je unterschreiben, daar moest je unterschreiben. Und ich hatte das eigentlich noch nie erlebt, weil die andere Transfers hat mein Berater einfach gemacht. Das war das erste Mal für mich. Und da habe ich wirklich gedacht, was ist hier los? Das ist ja nicht normal, was hier passiert. Aber dann sind wir schnell rausgekommen und wollte einfach das Abenteuer angehen. Und was auch ein bisschen in Holland, in der Nähe natürlich. Also hat auch viel mitgespielt. Und dann sind wir das angegangen. Und den nächsten Tag stand ich vor 23.000 Leute auf dem Platz gegen Bayern München. Ja, so schnell kann es gehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Gegen wen hast du da gespielt bei Bayern München? Waren da ein paar gute dabei? Ich glaube schon, ne? Ja, ich habe letztes Mal, die Leute von der WM waren, glaube ich, nicht dabei. So der Kahn und so war nicht dabei. Aber ich habe damals gegen Salihamidžić gespielt. Oh ja. Ich habe letztes Mal die Geschichte nochmal durchgelesen. So ein Geschichtebuch von Essa. Ab und zu gucke ich da mal durch mit den Kids. Und da stand da drin van de Erwin, der kam. En der war schneller wie der Salihamidžić. Ik heb ook sofort een Tor vorbereitet voor de Sascha Wolf. En dat war sofort drin, was ik wil zeggen. Dat was goed. En dan ging het los bij RWE, so richtig, ne? Ja, genau. Maar dat eerste jaar war niet zo, wie ik mir das vorgesteld had. We hadden richtig problemen en gegen Abstieg gespielt. En dan lernt man die Essener-Fans ook van die andere Seite kennen, natuurlijk. Ja, wir wissen Bescheid, Erwin. Ja, genau. Da kommt übrigens gleich auch noch eine sehr, sehr schöne Fanfrage rein. Das habe ich den Erwin auch gerade schon gesagt, von einem Spezi von mir. Da bin ich mal sehr gespannt auf seine Antwort. Genau, da kommen wir gleich zu. Ja, wir wollen natürlich weiter über deine Erinnerungen auch sprechen, weil die für viele natürlich irgendwie noch greifbar sind, weil viele können sich daran erinnern, wie du gespielt hast. Ich persönlich muss sagen, kann mich natürlich, das haben wir auch gestern in unserer Story bei Instagram gehabt, war ich selber im Stadion an dein Tor gegen Rot-Weiß Oberhausen erinnern. Ich sag mal 30 Metern, glaube ich, wo du den Ball wunderbar über den Torwart lupst ins lange Eck. Geiles Tor. Also für mich eins der schönsten Tore, die ich, glaube ich, sowieso jemals im Stadion gesehen habe. Und jetzt schleim nicht, Junge. Das ist so. Ich habe viele, viele Spiele gesehen, das weißt du. Ich geh oft zum BVB, ja, und da sieht man das auch nicht so oft. Also War das eine der prägendsten Momente auch, die du so hattest? Oder was würdest du sagen, was waren so die Momente oder der Moment, an den du dich am allerbesten und am liebsten zurückerinnerst? Ja, das war doch noch, das Tor gegen Oberhausen ist natürlich ein bisschen in die Geschichte eingegangen, hè? Weil jeder spricht ihn immer drüber an und jeder, der im Stadion war, der weiß noch, der Moment kennt er noch. Und das ist natürlich schöner daran. Aber das Schöne an die Geschichte von das Tor, weil ich habe dann den Spieltag habe durch 2-0 geführt, also 2 Tore geschossen. Und, aber ich habe damals in einer Mietwohnung gewohnt, in Oberhausen. Beim Feind um die Ecke. Aber ich soll dir sagen, beim Feind im Block. Weil hinterher war das, der wurde vermietet von der Hauptsponsor von Oberhausen. Aber ich habe das gar nicht gewusst. Und danach habe ich da reingekommen und habe die Sache ausgepackt. Und auf einmal standen 4 Spieler von Rot-Weiß Oberhausen, die auch da im Block gewohnt haben. Aber dann bin ich zu Hause gekommen nach dem Spiel und dann haben die Leute zusammengestanden und die haben einfach geklatscht, wo ich reingekommen bin. Und das war natürlich ein herrliches Gefühl, aber damals glaube ich, das Spiel ist noch 2-2 ausgegangen. Also ich war nicht mit so einem gutes Gefühl nach Hause gekommen, trotz des schönen Tors. War das als Spieler von RWE nicht ein bisschen schwierig, sich in Oberhausen so frei zu bewegen, wenn nicht einer erkannt hat, oder ging das? Nein, das war kein Problem. Ich war mir öfters in Essen, wenn ich in Oberhausen war. Nur, wenn die Familie zu Besuch war, dann war das Zentrum natürlich schön, so hinzugehen, aber sonst war ich mehr in Essen unterwegs, als ich in Oberhausen unterwegs war. Ja, gute Geschichte. Der Timo erzählt immer so schön vom alten Georg-Melche-Stadion und auch vor allen Dingen von den Kabinen und wie das alles aussah. Einige, die jetzt zuhören, die kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr, weil sie nur das neue Stadion kennen, in dem du ja mit Sicherheit auch schon gewesen sein wirst. Wenn du mal die Stadien so ein bisschen vergleichen müsstest, wo sind die Unterschiede und was war für dich das Besondere damals im Georg-Melche-Stadion? Aber das Schöne ist ja beim Erwin, der kennt ja beide Kabinen im alten Georg-Melche-Stadion, oder? Ja, genau. Aber auch der Kraftraum. Oder wenn man das in Kraftraum nehmen kann. Ne? Nein, das Georg-Melche-Stadion, wo du reingelaufen bist, einfach der Geruch schon, hat man schon gerochen von, das ist ein altes Stadion, ne? Tradition da drin. Und dann kamst du in die Kabine rein
Und wenn die gegnerische Kabine, in die gegnerische Kabine ging, das geht gar nicht. Da konnte man mit 8 Mann sitzen, glaube ich. Und die Heizung war immer hochgestellt da. Und es war immer ein bisschen komisch. Aber ja, für mich war das Georg Merkestaden war einfach traumhaft zu spielen. Warum? Weil da viele Stehplätze waren. Der Platz war immer tief. Und das Schöne war, ich weiß nicht, ob Timo das schon mal gemerkt hat, wanneer je op een plaats gegaan bent, de linker Tor, dat was immer tiefer als de rechter Tor. Is dat schon aufgefallen? Ja, doch, wo du das jetzt sagst, ja, ich hätte mich jetzt nicht mehr explizit daran erinnert, aber wo du das jetzt sagst, ja, wenn du rausgegangen bist und dann links, weil ihr seid ja immer geradeaus eigentlich zu der Fankurve noch gegangen, stimmt. Ja, aber das gemerkt sein, auch die alte Halle, die da drin war. Und auf einmal habe Trainer von die Betten bestellt, dass sie Mittagsschlafen auch in die Halle machen konnten. Aber da hast du so viele Dinge erlebt im Stadion. Ne? Die alte Badewanne, wo man Massage bekommen hat von den Zetsmännern. Und die Sauna und das Ermüdungsbecken. Das war einfach alles ein bisschen alt. Hè? Ja, aber trotzdem, das hat seine Charme gehabt. Und ich fand es immer geil, wenn du auch in der Kabine warst. Da hat man viel mitbekommen, viele Leute sind da rumgerannt. Du hast alles gesehen, alles miterlebt auf dem Spieltag. Man konnte so die Geschäftsstelle reinlaufen. Und das kann man jetzt nicht mehr machen, glaube ich. Und einfach durch das neue Stadion überall durchläufst. Und dann stehst du auf einmal zwischen den Fips und alles. Das geht heutzutage nicht mehr. Geil, ja. Man kann sich das nur vorstellen. Ne? Aber wie gesagt, ihr beide habt es erlebt. Ich glaube, Es gibt schon Schlimmeres als die Erinnerung an dieses altehrwürdige Stadion. Ne? Also ich beneide den Erwin natürlich jetzt auch, auf das Thema kommen wir gleich, auch wenn es nicht zu Rot-Weiß Essen passt, sondern der nächste Verein vom Erwin war ja, wie meine, auch Alemannia Aachen. Aber ich beneide den Erwin einfach, dass er im alten Tivoli gespielt hat. Ne? Ja, aber das könnte man schon ein bisschen vergleichen, die zwei beiden Stadions, aber auch die Fans. Ja? Da ist so ein Lärm von der Tribüne abgekommen. Und das war am Tivoli noch ein bisschen schlimmer, weil du brauchst nicht so hart zu schreien, weil der Dach war ganz kurz oben die Fenster rüber, sodass der Lärm kam auf dem Platz so gut rüber. Und wenn du im Stadion in Aachen reingelaufen bist, bist du durch die Spielertunnel, of wie heißt man das, durch die Kabine bist du rausgegangen auf dem Platz. Das war so eng da, da konnte man nicht mal zwei Mannschaften nebeneinander stellen. Und dann hat man sich alle breit aufgestellt da und die andere Mannschaft sollte mal gucken, wie die auf den Platz kamen. Wahnsinn. Aber ja, ich liebe so alte Stadien, ich finde das sehr schön. Also irgendwie, klar, neue, moderne Arenen sind cool, ne? Aber so ein altes Stadion hat ja irgendwie was Besonderes, ne? Muss man schon sagen. Ja, natürlich. Ja. Und, aber das, sowas, so hat man viele, viele alte Stadions erlebt. Und wenn du das alte Dresdner Stadion siehst und alles. Und wir haben in Dresden mal gespielt, wo gerade das Wasser so hoch war. Und da musste irgendwo ich weiß nicht, was es war, aber war ein ganz kleines Stadion, ohne Publikum mussten wir spielen. Und ja, das ging gar nicht. Da haben wir uns umgezogen im Stall von der Kühe, von der Pferde, glaube ich. Aber auf dem Moment denkst du auch von, was mache ich hier? Aber hinterher kannst du drüber lachen natürlich. Klar. Wahnsinn. Ja, der Timo hat es gerade schon angedeutet. Irgendwann kommt ja dann auch immer die Zeit, wo man weiterziehen muss, ne? Wo man den Verein dann vielleicht auch verlässt. Bei dir war das auch so. Als du den Verein damals dann verlassen hast, war das eine schwierige Entscheidung? Und wie haben die Fans das so aufgenommen? Hast du da Feedback bekommen auch von den Leuten, als du gegangen bist? Ja, sicher. Aber es war ein bisschen komische Geschichte, wie das alles gelaufen ist. Am Anfang sind wir aufgestiegen in die zweite Liga damals. Ich habe eine riesige Saison gespielt in der dritte Liga oder Regionalliga. Und da sind wir aufgestiegen und die ersten 5, 6 Spiele hat der Trainer mich nicht spielen lassen. Oder das erste Spiel habe ich gespielt gegen Aue, glaube ich, oder das zweite Spiel auch noch. Und dann hat er mich auf der Bank gesetzt. Und dann habe ich 4, 5 Spiele hintereinander nicht gespielt. Und in dem Moment kam Alemannia Aachen an bei uns, bei meinem Berater auch wenigstens. Und dann hat er gesagt von, wir möchten dich gerne haben. Und in dem Moment war die Situation einfach so, der Trainer lässt mich nicht spielen. Ja, dann muss ich mal weiterschauen. Ja, und ich had een richtig dicke Hals gehabt damals. Toen het jaar daarvoor lief alles goed. En dan komt sowas. En dan heb ik im Winter heb ik schon entschlossen, dass ich de Verein wechseln sollte. Of wollte eigentlich. En dan had de Verein eigenlijk mal gesagt: Erwin, wenn du wechseln möchtest, lass es bitte in Ruhe erst im Moment. Wir machen das erst später bekannt, weil wir jetzt im Abstieg sind und alles. Dan heb ik einfach gesagt: Ja, das ist okay, ist kein Problem, machen wir schon. Und dann auf einmal war der Spieltag gegen Alemannia Aachen zu Hause.
Und das dann groß in der Bild-Zeitung, dass ich wechseln sollte nach Aachen. Und ja, dann ging die Scheiße ein bisschen los, muss ich mal sagen. Und in dem Moment war ich noch verletzt auch. Ich war noch nie verletzt, ich habe noch nie was gehabt. Und damals habe ich für das erste Mal Muskelfasern in der Wade geholt. So einige Leute haben genau gedacht, dass ich mir einfach ein bisschen, ja, dass ich einfach nichts hatte. Und das war auch das erste Mal, dass ich ein bisschen Kommentar bekommen habe von den Fans. Aber ich habe das damals ja, ganz deutlich in die Presse mal gesagt, wie es wirklich war. Weil es hat auch kein Punkt gemacht von, hey, so habe ich es abgesprochen. Und ich habe einfach gesagt, ja, der lässt uns im Stich. Und dann habe ich natürlich ein bisschen zurückgetreten in der Presse. Mhm. Und mal ganz klar und deutlich gemacht, wie es war. Ja, klar, muss man vielleicht manchmal auch dann machen. Ne? Timo, ja. Das passt ganz gut zu deiner Frage, glaube ich, die du auch mitbringst, ne? Jetzt bin ich schön auf dem Schlauch, jetzt hast du mich erwischt. Welche Frage du denn? Du hast ja, dein Kumpel hat ja doch die Frage ja, gestellt. Aber das ist eine andere Frage, die ja. kommt später, weil die hat jetzt nichts mit Alemannia Aachen zu tun, sondern nee. Mit einem Richtig. Anderen Club vom Erwin, mit dem genau. SC Paderborn. Genau, aber passt eigentlich ganz schön gerade rein, weil wie gesagt, Alemannia war auch eine, denke ich, sehr prägende Zeit für dich. Aber Paderborn war natürlich auch nochmal eine andere Zeit und es gab ja mal eine Rückkehr, ne, mit Paderborn dann auch zur Hafenstraße und da kommen wir nämlich zu der Frage, die der Timo gestellt hat. Ich bin echt gespannt, weil ich kenne die Frage schon, ob die genauso von dir empfunden wurde, wie sie von dem Fan, der sie jetzt, glaube ich, gestellt hat, empfunden genau, wurde. Genau, einen Moment, ich halte mal ins Mikrofon. Also Erwin, hör genau zu, da ist ein Kumpel von mir. Ich höre wieder. Na gut, Timo, alter Hauding. Dann hier meine Frage für den Erwin. Und zwar würde ich gerne wissen, ob er sich noch an das erste Aufeinandertreffen mit Rot-Weiß erinnern kann, nachdem er den Verein verlassen hat. Das war nämlich irgendwie 2006, 2007 in der zweiten Liga RWE gegen Paderborn. Rot-Weiß hatte 2-0 geführt und Paderborn hat dann in der 90. und 91. Noch ausgeglichen. Dementsprechend leicht aufgereizt, die Stimmung auf der Osttribüne damals noch. Und Erwin kam dann nach dem Spiel zur Osttribüne und hat dann so ja, den Fans zu applaudiert. War natürlich in der Situation, kam das natürlich nicht so gut an, wurde dann heftig beschimpft. Da hätten sich die Fans wahrscheinlich erhofft, dass er vor dem Spiel kommt, bevor da sowas passiert. Und ja, war da so ein kleiner Knacks, aber ich glaube, das ist verjährt und der Heldenstatus ist natürlich ungebrochen. Von daher, Erwin, Gutjes, einen feinen Abend noch. Dui! Jetzt kommt noch was? Kannst ihm dann gerne sagen, dass er in dem Moment heute Abend die Chance hat, sich zu entschuldigen für die Aktion. Also, schönen Gruß, machet gut, nur der Weh. War doch keine Frage, nur eine Aussage. Auch okay. Ja, wie hast du das wahrgenommen? Ja, ich dachte wirklich, wir haben 2-2 gespielt, glaube ich, dann. Ne? Ja. Und ich habe den Assist gegeben auf 2-1 und dann in der 93 Minute oder so ist es 2-2 gefallen. Aber damals war es auch die Geschichte, dass ich aus Essen weggegangen bin mit die Geschichte mit Aachen und alles. Und wo ich damals mit Paderborn auf den Platz gekommen bin, habe ich mir warm gelaufen, habe die Leute mir schon ein bisschen zugerufen, aber positiv. Da habe ich die Leute schon ein bisschen geklatscht in der Luft und Hallo gesagt und alles. Das war alles richtig gut. Und nach dem Spiel waren noch einige Leute auf der Tribüne, die mir noch gerufen haben, ein Foto zu machen oder sowas. So, dann bin ich mal darauf zugegangen. Und dann auf einmal haben wir wirklich einige Leute wirklich geschimpft und alles. Aber das ist nie von mir so gewesen, dass ich da ein bisschen provozieren wollte oder so. Das ist einfach so, weil ein paar Leute, auch Bekannte von mir, da auf der Tribüne standen, wollte ich auch mal dahin gehen und ein bisschen Hallo sagen. Aber das ist ein bisschen schief gegangen damals. Und jetzt höre ich das auch, wie es bei den Fans war. Und bei diesen entschuldige ich mich dann auch dafür, natürlich. Nee, aber das war nicht so gewollt und so gemeint. Ich habe einfach eine gute Beziehung mit den SFNs und die möchte ich auch immer so behalten. Ja, ich glaube, das wissen auch alle hier und sehen das auch genauso, da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Von dem, was man hier in der Stadt so hört, hat das keiner vergessen, was du, glaube ich, auch für den Verein geleistet hast, keine Frage. Viele, viele Stationen und schöne Momente in deiner Karriere, aber viele fragen sich natürlich jetzt auch mittlerweile so, was macht er eigentlich mittlerweile? Wo ist er abgeblieben? Was tut er so in seiner Freizeit? Wie beschäftigt er sich so?
Womit verdient er sein Geld? Vielleicht kannst du mal, kannst du mal erzählen, was du gerade eigentlich so machst. Ich meine, ja. Wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich blendend. Ich habe nach meiner Karriere bin ich einfach angefangen, in der normale Welt zu kommen, normale Arbeit zu finden. Und ich arbeite jetzt im Außendienstbereich, in den Grüßkarten. Ich habe mit Timo gerade gesagt, die man mit der Post verschickt. Und ich gehe ganz locker an die Geschäfte vorbei und verkaufe mein Zeug. Und dann nebenan bin ich immer noch Fußball verrückt. Ich stehe eigentlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auf dem Platz. Und dann Samstag, Sonntag im Wochenende natürlich auch noch. Meine beide Kids spielen. De ene speelt in de U11 hier in mijn dorp. En de andere speelt in de U13. Die traineer ik beide nog. En dan traineer ik nog een eerste mannschaft. Aus Nimwegen. De Trekvogels heißen die. En die spielen, ja, was in Duitsland de siebte Liga ungefähr is. En daar ben ik am Dienstag en Donnerstagavond nog mit unterwegs. Normalerweise sind wir einmal im Monat noch in Deutschland unterwegs mit der Essen, mit der Oldies. Mit der Traditionsmannschaft spielen wir noch öfters Spiele. So, ich bin viel beschäftigt, aber fast nur mit Fußball. Macht jetzt, immer noch Spaß. Jetzt kommt meine Frage. Ich weiß, Erwin, wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Wir könnten dich dann vielleicht auch mal wieder beim RWE als Trainer sehen, oder? Das habe ich jetzt, werbe ich jetzt einfach mal so in dem Raum, oder? Ja, wir haben schon mal darüber gesprochen, wo ich im Stadion war. Das Ding ist, ich habe Ambitionen, ja, habe ich immer noch als Trainer zijnde. Aber heutzutage muss man die Lizenz holen. Und in Holland kostet richtig viel Geld und viel Zeit. Und im Moment genieße ich einfach noch, dass ich meine Kinder auch noch trainieren kann. Und dass ich da sein kann für die Kids. Und wenn die ein bisschen älter sind, dann kann ich vielleicht noch mal einen Schritt machen. Aber da kommt noch mal mehr dazu, hè? Wenn man Trainer wird von einem Profiverein. Ich habe mit Timo auch schon mal darüber gesprochen, mal als Co-Trainer einzusteigen bei Essen würde de perfekte Situation sein. Und dann von da aus dich weiterbilden und dann bist du im Verein erstmal aktiv und können sie irgendwo etwas unterstützen. Aber ja, da ist vom Verein aus, ich habe auch mal mit dem Verein gesprochen, aber da ist nichts rausgekommen bis jetzt, lass mich so sagen. Kann ja noch passieren. Ja, man weiß nie. Im Fußball geht alles sehr schnell. So ist es. Ganz interessant finde ich daran im Anschluss die Frage, als du deine Karriere beendet hast. Viele, die auch im Profifußball gespielt haben, in der zweiten Liga gespielt haben, finden ja dann auch direkt danach den Weg in den Fußball und wollen im Fußball bleiben und wollen vielleicht direkt als Trainer arbeiten oder in der Jugend irgendwie oder generell irgendwas im Verein machen. Kam das für dich damals gar nicht in Frage oder hast du darüber nachgedacht, vielleicht auch weiter im Fußball zu bleiben oder war für dich ganz klar, danach möchte ich was anderes machen? Nein, das nicht. Ich bin damals bei WM Wiesbaden, habe ich noch gespielt. Und dann sind wir abgestiegen aus der zweiten Liga und dann lief ich aus meinem Vertrag raus. Hm. Und damals haben wir unser ältester Sohn war geboren in Wiesbaden. Und dann habe ich einfach entschieden, wir gehen wieder nach Hause, nach die Familie. Dann habe ich in Holland noch in die zweite Liga gespielt. Aber dann kommt man wieder zurück in Holland. Und da muss man einfach was Neues aufbauen wieder. Und in Deutschland kennt jeder dich. Und wenn ich hier über die Straße laufe, dann denken alle von, wer ist das? Das ist eine ganz andere Geschichte. Und wir wollten einfach unbedingt wieder zurück nach Holland, nach die Familie. Und ich bin dann angefangen, einfach meinen Trainerschein zu machen. Und dann mal schauen, ob ich es mag, um Trainer zu sein. Ne? Man weiß auch nicht, wie das ist und alles. Aber es macht mir richtig Spaß. Aber auch auf dem Niveau, wo ich jetzt arbeite, mit den Jungs, die gerne trainieren möchten und die nicht die absolute Spitze sind, aber die Jungs, die sind immer da und die machen alles, was du sagst und die nehmen was von dich auf. Und das macht mir auch Spaß im Moment. Das ist schon mal gut, wenn die Jungs auf den Trainer hören, ne? Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Sonst kann man besser aufhören. Ja, genau. Dann macht man irgendwas falsch wahrscheinlich. Ja, genau. Wenn es nicht so ist. Der Timo hat eine sehr schöne Frage mir noch vorhin zukommen lassen, als wir uns Gedanken gemacht haben über die Sendung. Und zwar, die fand ich auch gut. Wo sind denn so deiner Meinung nach zwischen dem deutschen und dem holländischen Fußball auch? Du hast jetzt in beiden Ländern auch Fußball gespielt, gearbeitet. So die Unterschiede deiner Meinung nach. Gibt es da große Unterschiede oder ist das eigentlich alles total ähnlich? Doch, nein, da gibt es riesengroße Unterschiede. Der Rasen ist schöner in Holland. Das stimmt. Das ist auch so, ja. Es gibt keine Asche. Genau. Nein, der große Unterschied in Holland sagt man einfach, wenn es gut ist, ist es gut.
Ja, dann, ja, und in Deutschland sagen wir, wenn es gut ist, muss es besser sein. Ja. Ja. Und das ist auch die Sportmentalität. Es ist ganz komisch, ich wohne hier an der Grenze, 20 Kilometer von Deutschland weg. Wenn du über die Grenze gehst und du spielst dann gegen ein Freundschaftsspiel gegen eine Amateurmannschaft, die Leute geben immer alles. Und in Holland sagt er einfach, oh, wir gehen ein bisschen einfach Fußball spielen. Ja? Und es muss auch Spaß machen. Ja? Und ich bin von Deutschland nach Holland gewechselt, in die zweite Liga in Holland. Und da habe ich mich kaputt geärgert an die Leute, an die Holländer, was für Mentalität die haben. Ja, wir haben 6 Standardtore bekommen in der Liga, da haben wir Standard trainiert. Und da haben die einfach alle nichts gemacht. Die haben einfach den Trainer ausgelacht. Und von, Trainer, wieso machen wir das? Ja, was denkst du? Ja, von die kleine Sache. Und Sportmentalität in Deutschland ist viele Male besser wie in Holland. Und in Holland analysiert man alles kaputt. Ja? Und in Deutschland ist einfach, mach das. Und wenn du das machst, mach es gut. Mhm. Und wenn du es nicht gut machst, lass es sein, bitte. Ja? Und da habe ich ein paar schöne Geschichten auch darüber, dass wir sind mal auslaufen gewesen, das war bei Paderborn, haben wir eine Runde im Wald gelaufen. Und da war ich zusammen mit einem Belgier, mit Gary, ja, ich weiß nicht, wie der Nachname heißt, aber ist egal. Aber sind wir gelaufen und dann kamen wir auf ein Stück, wo wir umdrehen mussten. Und da sind wir einfach ein Stückchen durch den Wald gegangen. Dus durch die Busche durch. Ja. Und die Deutschen haben das gesehen. Oh. Und wir kamen auch auf den Verein zurück und mussten beim Trainer kommen. Und der Trainer hat gesagt, was denkt ihr? Ja, das ist nur Auslauf, haben wir gesagt. Das ist doch gar nicht wichtig. Wir haben gestern gewonnen, ist doch gut. Er sagt, das ist genau das Problem, sagt er von ihr Holländer. Wir gewinnen die Spiele in der 90. Minute, weil wir die paar Meter extra doch machen. Und er macht das nicht. Ja, und da habe ich, in dem Moment habe ich gedacht, ach, ja, was soll's. Aber nachher denke ich, ja, er hat doch ein bisschen recht gehabt. Ja, wenn man heute drüber nachdenkt und selber Trainer ist, dann versteht man das wahrscheinlich genau, ne? Genau. Aber ich habe mal Clinics gegeben in Deutschland, weil wir damals auf ein Trainingslager gegangen sind mit meinem Amateurverein und mussten ein bisschen Geld zusammenholen. Da habe ich Clinics gegeben in Deutschland bei der Islam Said, kennst du vielleicht? Bei der Löwe habe ich mal gemacht. Und was ich dann gesehen habe, er hat nur ein Passspiel gemacht. Und die Jungs sind abgegangen. Das ging, das war nicht normal. Und ich hatte meinen Co-Trainer von Holland, da hatte ich auch mit. Der hat auch gesagt, was ist hier los, Junge? Das ist doch nicht normal. Die geben Gas, die Jungs. Und einander verbessern. Und wenn der Pass nicht gut war, er korrigieren und weitermachen. Und am Schreien gegeneinander. Und dann der Co-Trainer hat mich angeguckt. Sind die Leute bekloppt oder was? Ich sage, nein, die möchten einfach immer alles gut machen und Gas geben. Und da haben wir auch mal ein Jugendturnier haben wir auch mal gespielt in Essen. Bei Frintrop haben wir gespielt mit, wo war das Frintrop? Ein Amateurverein. Mit meinen Jungs sind wir da hingefahren. Ja. Und dann sind die Trainer an der Seite, sind da auch gegen die Kinder. Ja. Komm, mach das. Und wir standen locker da und wir haben einfach ein bisschen geschaut, dass die Jungs ein bisschen Spaß hatten. Und, aber das ist ein bisschen der Unterschied. Ja, da sind die Deutschen dann doch wieder ganz ja, genau und akribisch, ne? So wie man sie eigentlich immer bezeichnet. Ja, aber das soll die auch bleiben. Das soll die auch bleiben, weil ich finde, die Mentalität muss man haben, um Leistung zu bringen zu können. Hm. Und letztes Jahr waren wir in Marbella auf Trainingslager mit meiner Amateurmannschaft. Drei Tage sind wir da hingeflogen. Und dann war das Spiel Feyenoord-Rotterdam gegen Dortmund. Und dann sind sie im Stadion gegangen, haben Karten bekommen. Und dann... En op einmal kwam de bus van Feyenoord om de ecke. Ik heb met mijn fysiotherapeut, ik heb gezegd, in Duitsland is alles beter geregeld en gemacht. En dan kwam Feyenoord om de ecke met de bus en gemietete bus uit Spanje. Ik zeg, pas maar op, Dortmund komt gelijk met de Mannschaftsbus. Die hebben alles is geregeld voor de jongens. En dan kwam eerst de trainerstaf met een separate Dortmundbus. Und danach kam der Spielerbus angefahren und der hat mir angeguckt und gesagt, ah, das ist der Unterschied, sagt er. Ich sage, ja, das ist der Unterschied. Das ist geil. Aber das Lustige ist, was der Erwin jetzt erzählt, als ich die 2 Jahre in Österreich gespielt habe, da war das genauso. Die haben zu mir immer gesagt, Timo, du bist typisch deutsch. Du gibst immer Gas, du bist organisiert und bei uns ist das genauso, wie du jetzt in Holland beschrieben hast. Ach ja, spielen wir heute mal Fußball, schauen wir mal, was das so gibt. Und deswegen richtig, richtig lustig und coole Geschichten. Ja, das ist vielleicht das Quäntchen, der kleine Unterschied, ne? Den die deutsche Nationalmannschaft dann auch manchmal gegenüber der holländischen. Ja, man, das ist wirklich so. Ja? Und in Holland habe ich so zu Timo auch schon mal gesagt, ne? Wenn die in Holland Scouting machen,
Ich hab einen Spieler bei Oberhaus ein Probetraining machen lassen, ein Junge, 18 Jahre alt, und der war nicht so gut, dass er bei Rot-Weiß Probetraining machen konnte. Habe ich meine Oberhaus geschickt. das hören alle gerne. Das hören alle gerne. Naja, aber da habe ich angerufen mit der Frank Kotny, die kennt ich natürlich an meiner Rot-Weiß-Zeit noch. Und die erste Frage, die er gestellt hat, ist er schnell und ist er groß? Und in Holland fragen die, kann er mit links passen? Kann er met rechts passen? Hat er een goede flank? Hat er techniek goed? Die maken zo'n lijst, ganz andere standaarden hebben die dafür. En dat is, wat nu in Deutschland ook ziet, in de Bundesliga, in het centrum, die twee centrumverteidigers sind alle 2 meter groß. Dat is ja. Immer zo. Want in Holland moest er een kleiner speler stehen, want der moest voetbal spielen. Dat is ook een beetje een andere Sicht auf voetbal. Außer Virgil van Dijk, ne? Den nehmen wir da raus. Ja, aber jetzt im Moment haben wir richtig gut, aber vorne sind wir natürlich in Holland noch nicht gesetzt. Ja. Von hinten haben wir natürlich Van Dijk, Licht haben wir im Moment. Mhm. Und, aber vorne haben wir nicht die Knaller, die wir normalerweise hätten. Stimmt, das viel. Van der Vaart. Kreuz gab es auch noch, ja, da waren viele. Kreuz gab es noch, ja. Stimmt. Und das wird langsam, wenn du jetzt Memphis dabei, der natürlich überragend ist. Aber sonst, weil man sieht, wann in Deutschland all die jungen Spieler, die hochkommen. Aber man muss auch nie vergessen, Holland ist ein kleines Land. Und ich sage immer, wir müssen mal stolz sein, dass wir jedes Jahr mal so eine Mannschaft auf den Bein bringen können. Mhm. Und dass sie jedes Mal wieder neues Talent durchkommt. Und das muss man auch nicht vergessen. Und in Holland sind wir auch manchmal richtig kritisch auf die Nationalmannschaft. Aber wir müssen einfach akzeptieren, dass wir ein kleines Land sind eigentlich. Ja, aber dafür dann doch oft sehr erfolgreich gewesen, ne? Muss man schon sagen. Ja, klar. Ja, aber wir haben nur einmal was gewonnen. Ja, ja, ich kann mich... In Deutschland, zufällig. Ja, genau. Ja, ich kann mich an viele Spiele erinnern, wo Holland gegen Deutschland auch sehr gut gespielt hat, muss ich sagen. Also es war schon immer schwer gegen euch. Nie so leicht. Sehr unangenehm. Ja, stimmt. Aber am Ende auf dem Meisters die Deutschen doch gewonnen. Das war immer der Unterschied. Ne? Das ist immer das Problem. Wer hat schön gespielt und Deutschland hat gewonnen. Genau, dann ist es alles egal, ne? Wenn man gewinnt, dann läuft es. Ja, und das ist auch der Unterschied. In Holland sagt man, wenn man ein gutes Spiel gemacht hat und schön gespielt hat, ist alles gut. In Deutschland, ja. Wenn man 1-0 gewinnt und ein schlechtes Spiel gespielt hat, klatschen die alle auf die Tribüne. Ist egal, du gewinnst. Eben. Ja. 3 Punkte. Genau. Ja, jetzt haben wir viel über Spieler auch gesprochen, über Technik und so. Viele Fans haben natürlich eine Frage gestellt, die nehme ich jetzt mal vorweg, um die schon mal zu beantworten. Wer war denn deiner Meinung nach, wenn du so zurückdenkst, der beste Mitspieler, den du jemals hattest? Gibt es da irgendeinen, der so heraussticht, wo du sagst, boah, der war unglaublich, den fand ich richtig gut? Bei Esser oder allgemein? Beides, ne? Beides. Ja, okay. Ja, bei Esser ist nur ein Mann. Und der hat auch gesorgt, dass wir aufgestiegen sind in die zweite Liga damals, also bei der Bjarne Goldbeck. Ja. Der dänische Nationalspieler hat eine EM gespielt, eine WM gespielt und auf einmal sitzt er neben dir in der Kabine. Und das war auch eine schöne Geschichte. Die erste Woche hat er gar nichts gesagt in der Kabine. Der hat nur ein bisschen vor sich rausgeguckt und war ganz ruhig. Und ich dachte wirklich, was ist das für einer? Ich konnte nie wissen, was will der jetzt? Und auf einmal saß ich zusammen mit ihm in der Kabine und habe ich ihn mal gefragt, was ist so, wie fühlst du dich hier so? Und dann sagt er einfach, Erwin, die erste Woche gucke ich nur. Und danach wird richtig abgerechnet. Wenn ich mitnüchte, hat Pech und wir geben Gas zusammen und wir machen das schon. Ja. Und die Mentalität hat er auch im Platz mitgenommen und Ruhe hat er immer gehabt, außerhalb des Platz. Und er war richtig der Schlüssel, der er noch geführt hatte damals. Mhm. Aber ja, sicher. Ja. Und auch um Mentalität. Und der ist im Training auch immer, auch wenn er 36 war, glaube ich, der ist immer, hat immer Gas gegeben und die jungen Jungs gepeitscht. Und ja, der konnte es nie locker lassen im Training. Mhm. Aber bei Alemannia Aachen haben wir mit Jan Schlau drauf gespielt. Jo, okay. Der war auch überragend. Im Training, da hat der Ball mit 5-6 gegen 6 gespielt haben, da hat der Ball hinter meinem Tor geholt, da ist alle vorbeigegangen und hat das Ding reingeschlänzt, so locker. Aber der hat natürlich damals den Transfer gemacht bei München und Nationalmannschaft gespielt und der hat, glaube ich, eine Krankheit bekommen in die Knochen. Ja, genau. Und deswegen ist seine Karriere hat er richtig groß sein können, aber der war im Training, war der echt wirklich überragend.
Wahnsinn. Ja, es sind schon zwei große Spieler, glaube ich, die du da genannt hast. Also, ja, wir haben es gerade schon beredet. Ihr beide habt ja leider nicht mehr zusammengespielt. Ich habe erst überlegt, ob der kleine Timo vielleicht noch in seinem zarten Alter ein Jahr oder so, aber nee, das war... Hätte ich gerne, aber da waren meine Eltern zu spät dran. Ja, der Timo hatte erst beim falschen Verein lange gespielt, leider, bis er dann zur RWE gekommen ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob du es weißt, er hat bei den Blau-Weißen gespielt. Ja, doch. Weiß ich. Ja, genau. Aber das habe ich irgendwo verdrungen, glaube ich. Ja, sehr, sehr gut. Ja, schön. Schön, dass wir gerade so im Flow sind. Viele schöne Geschichten. Ich muss sagen, macht sehr viel Spaß. Wir haben natürlich unglaublich viele Fanfragen auch bekommen. Deswegen würde ich sagen, Timo, geh mal da mal so langsam ran. Genau, hangel du dich mal da durch am besten. Genau. Ich habe die tatsächlich extra alle nochmal abfotografiert, weil es wirklich extrem viele gewesen sind. Und schön zu hören. Genau, deswegen gehen wir einfach mal rein und gucken mal, was wir Schönes haben. Tim, 1907 fragt, wer war dein Lieblingsgegner? Gab es irgendeine Mannschaft, gegen die du besonders gerne gespielt hast? Ja, wenn ich meine Statistiken ein bisschen anschaue, dann war es St. Pauli. Ich habe gegen St. Pauli fast immer getroffen. Und stimmt. Freistöße und so, ich erinnere mich. Ja, genau. Ja. Und das letzte Mal ist es aufgefallen, dass, wo ich die Bücher nochmal durchgeguckt habe mit den Kindern. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich immer gegen St. Pauli ein Tor geschossen habe. Und letztes Mal habe ich gesehen, dass meine Statistiken in Kiel auch gut waren. Aber ja, das stimmt. Ich habe irgendwie gesehen, dass ich die letzten drei Spiele, glaube ich, ein Tor gemacht habe. Und, aber die schönsten Spiele waren natürlich immer die Derbys, die vor dem Haus waren, gegen Oberhausen natürlich und gegen die Gäste aus Gelsenkirchen. Das hat auch Spaß gemacht immer. Und ja, da ging, wo die Spiele, wo es richtig drauf ging, wenn der FC Köln kam oder der Frankfurt und ja, wenn die an der Hafenstraße gekommen sind, dann war immer was los. Das war auch gerade eine Frage schon von einem, wie geil es war, gegen St. Pauli zwei Freistoßtore zu machen. Ich glaube, da hast du schon richtig beantwortet. Und wir haben jetzt noch eine andere Frage von Micha. Da haben wir auch schon mal gerade kurz drüber gesprochen. Deine erste Saison war ja nicht so von Erfolg gekrönt bei Rot-Weiß Essen. Und der fragt, ob du da dann schon Wechselgedanken hattest. Nein, gar nichts. Gar nicht. Das Ding ist, ich habe mich erst mal ein bisschen angewöhnen müssen, auch in Essen zu wohnen. Und da musste ich mal wohlfühlen auf einen neuen Platz, wo ich gekommen bin. Und, aber damals hatten wir eine Mannschaft mit Grüppchen, mit älteren Leuten. Und ich war noch ein Holländer in der Mannschaft. Und wir waren zusammen ein bisschen Außenstehende in der Mannschaft. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Trainer damals auch mehr auf die älteren Leute gehört hat. Aber hat man auch gesehen, was da passiert war natürlich. Ja, fast gegen Abstieg gespielt. Aber ich habe noch nie mit Wechselgedanken verlaufen. Verträge habe ich immer schnell verlängert, weil ich mich immer wohlgefühlt habe in Essen. Und man muss auch, ich bin ein Gefühlsmensch und wenn man das Gefühl hat, bei meinem Verein gut zu sitzen, habe ich auch nicht viele Gründe, um zu wechseln. Ja? Und das ist, denke ich, heutzutage hört man das nicht so oft mehr. Das stimmt. Kommen wir zur nächsten Frage vom Adolf Tektmeier. Wir haben ja schon so halb beantwortet. Erwin, könntest du dir vorstellen, einen Posten in unserem Club zu übernehmen? Das hat Erwin ja gerade gesagt, durchaus. Wir brauchen solche Leute wie dich als Typen. Wir brauchen positiv bekloppte Malocher im Club. Das ist schön, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist das, was Essen, glaube ich, ausmacht. Ne? Ja, genau. Und das ist auch gut, dass du damit verglichen bist immer. Ich sage, du hast immer alles gegeben auf dem Platz. Manchmal fragen die jungen Leute an mir auch immer, was für ein Spieler warst du? Dann habe ich auch immer gesagt, ja, ich muss keinen 3 Übersteiger machen, weil dann fälle ich um. Und ich bin mehr ein Spieler, der immer geht. Und wenn ich Ballverlust hatte, ging ich wieder hinterher. Und das war meine Stärke und mein Schuss natürlich ein bisschen. Ich habe immer gesagt, ich kann nur ein bisschen schnell laufen und ich kann schießen. Und sonst war es okay. Kampfschwein quasi. Ja, genau. Aber das Ding ist, ich würde gerne was machen bei Essen, aber man muss natürlich wel die richtige Position und auch der richtige Zeitpunkt sein, natürlich. Muss passen, klar. Dann kommen wir zur, finde ich, schönsten, längsten und originellsten Frage. Ich muss ein bisschen vorlesen, ihr müsst kurz zuhören. Sehr gespannt. Kommt von Mathis Albrecht. Lieber Erwin,
Kannst du mir was mitbringen, wenn du herkommst? Ein paar Päckchen Doppelfla wären cool, Frühstücksstreusel, diese weißen Schokoaufstrich und vor allem 2-3 Paletten pfandfreies Büchsenbier. Ich weiß, das klingt jetzt frech, aber du wohnst ja auf der richtigen Seite der Grenze, also weißt du vermutlich nicht, wie hart es ohne regelmäßige Einkäufe im Jumbo ist. Und dann sagt er nun zur richtigen Frage, hattest du bei deinen Freistößen eigentlich nie Bedenken, dass du jemanden ernsthaft verletzen könntest? Finde ich total geil. Na, die Antwort auf die erste Frage von ihm, ich muss sagen, ich habe so viel Zeug über die Grenze mitgenommen damals. Das kann man gar nicht beschreiben. Auch wieder eine Geschichte, ich hoffe nicht zu viel Geschichte, aber... Nein, alles gut, gerne. Ich habe damals, wir hatten Feuerwerk und wir konnten wir damals was mitnehmen und das war illegales Zeug, aber da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da habe ich einfach im Auto hinter reingeschmissen, vor der Sascha Wolf habe ich das mitgenommen. Aber ich konnte in dem Moment nicht nach Essen fahren, da habe ich meine Frau gefragt, meine heutige Frau, habe ich gefragt, wann kannst du mal mitnehmen? Sie hat es einfach im Auto geschmissen, über die Grenze gefahren, aber nie daran gedacht, dass es vielleicht was Illegales sein sollte. Wahnsinn, ja. Und immer Kaffee mitgenommen und was du sagst, Fla oder Schokostreusel und ja, ich habe immer manchmal die ganze Jumbo, was er sagt, Jumbo ist ein Supermarkt in Holland, habe ich fast die ganze Supermarkt immer im Auto gehabt. Geil. Ja, ich bin, ja? Ja, ich wollte sagen, was war die zweite Frage auch wieder? Jetzt muss ich jetzt mal gucken. Ob du bei deinen Freistößen eigentlich nie Bedenken hattest, dass du jemanden ernsthaft verletzen könntest. Ja, im Training habe ich manchmal gefragt, ob die Leute mal ein bisschen in der Mauer stehen wollten, aber ich habe immer abgelehnt. Die wollten nicht. Ja, schön. Also ich finde auch, es gibt nichts Schöneres. Ich bin ja auch öfter in Amsterdam, wie der Timo weiß, und da mal in Jumbo zu gehen und Fla zu kaufen, ist geil. Käse. Wow. Ja. Ehrlich. Aber so fahren wir nach Deutschland, um die Bratwurst zu holen. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Fahren die Holländer rüber und holen Bratwurst und fahren wieder zurück? Ja. Ich denke, dass mehr Holländer in Deutschland unterwegs sind zum Einkaufen, dann die Deutschen in Holland. Wahrscheinlich. Der Johannes Jansen, der fragt, stand irgendwann mal im Raum, als du noch Spieler warst, dass es eine Rückkehr zu Rot-Weiß Essen geben könnte oder war das nie wieder Thema? Doch, war sicher. Damals wurde Strunz bei Essen, war der sportliche Leiter, war der, glaube ich. Ja. Da bin ich auch nach Essen gekommen. Vielleicht hätten wir da sogar zusammengespielt. Dann hätte wir das zusammengespielt. Das war meine erste Profistation oder Saison. Okay, ja. Ja, ich habe damals so, hab ich bei WM Wiesbaden gespielt, in der zweiten Liga noch. Und dann habe ich mich selber eigentlich angeboten bei Essen, weil wir wollten einfach Richtung Holland wieder zurück. Und der hat das damals abgelehnt. Und das war richtig, Scheiße eigentlich. Scheiße. Ja, und ich hatte mir selber ein bisschen was vorgenommen, von noch 2 Jahre bei Essen zu spielen und dann vielleicht im Trainerbereich was zu machen oder im Jugendbereich oder im Verein etwas zu arbeiten, weil Essen immer noch im Herzen war. Und da habe ich es damals abgelehnt und da hat es schon ein bisschen wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber danach haben wir es entschieden, doch noch nach Holland zurückzugehen. Ja, schade, dass nicht mehr passiert ist. Hätten viele gerne nochmal gesehen, glaube ich, keine Frage. Und zu guter Letzt haben wir noch, viele Fragen waren doppelt, wie gesagt. Ich habe gleich auch noch eine. Du hast auch noch eine, super, dann nimm noch nicht zu guter Letzt, aber ich nehme noch eine. Wir haben gerade gefragt, wer deine besten Mitspieler waren. Wer war denn, möchte der Marcel wissen, dein bester Gegenspieler? Gegen wen bist du mal richtig verzweifelt? Puh, ja, das ist eine sehr gute. Also es sind mehrere gewesen, glaube ich. Schön. Nee, eine ekelhafte Gegenspieler, die ich hatte, war bei KFC Oerdingen hatte gespielt, was auch in Holländer war das, der Brenny Evers. Ich weiß nicht, was der Name was sagt, Timo vielleicht. Nee. Das war einer, der ist immer auf den Sack gegangen. Der ist immer mit mir gelaufen und immer an mir gehangt und der war immer am Sprechen während des Spiels auf Holländisch. Aber trotzdem, ich habe nie ein gutes Spiel gegen ihn gemacht. Was sagt man da so auf Holländisch dann im Spiel? Ja, der hat alles gesagt. Das kann man nicht alles hier wiederholen. Ja, glaube ich. Aber man erwartet natürlich einen großen Namen. Aber der Shishone von Alemannia Aachen, das war ein Tier, der im Training auch, der ist reingekretscht. Da ist wirklich so ein afrikanische Kretsche immer gekommen, ein bisschen hochgesprungen. Das war auch einer. Und nicht alle Gegenspiele kennst du, aber ich habe auch schlechtere Spiele gespielt. Und ich denke, das hat auch mal mit den Gegnern zu tun. Und wenn man gegen die größere Mannschaft spielt, werden die Gegner auch immer besser. Und ich werde nicht besser dann. Ne? So, das ist natürlich auch ein Ding. Timo. Ich darf.
Und zwar, du hast ja nur bei Groningen in die Ehrendivise gespielt. War es irgendwann mal in deiner Karriere oder hast du so mal die Möglichkeit oder den Gedanken, mal jetzt nicht innerhalb von Deutschland zu wechseln, sondern, hör mal, komm, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam, Twente Enschede. War da mal irgendwie die Möglichkeit und die Gedanken? Ja, ich würde sagen, ich war 16 Jahre alt, da habe ich noch bei einem Amateurverein gespielt. Und dann hat mein damaliger Trainer hat mich zum ersten Mannschaft geholt und da hat mir einfach Debüt machen lassen mit 16 Jahren alt und da hat er sofort FC Groningen angerufen und Feyenoord angerufen. Und ich habe hier ein Talent für Spieler und komm mal gucken. Und FC Groningen ist sofort gekommen und hat mich sofort angerufen und die wollte mich sofort unbedingt haben. Und dann auf einmal kam Ajax auch noch. Die haben mir auch das gehört, dass ein Spieler aus der Nähe von Amsterdam, ich habe in Den Helder gewohnt, das ist nicht so weit von Amsterdam, dass das ein Spieler nach Groningen geht und ich sollte nochmal ein Probespiel machen. Und das war in der Zeit, dass Ajax die Champions League gewonnen hat. So jeder wollte bei Ajax Amsterdam spielen. Klar. Aber ich habe Ajax abgesagt. weil ich wusste, dass das Spielstil, der Style von Spielen, passt nicht zu mir. Ich bin kein technischer Fußballer, alle Ajax-Spieler sind technisch. Und FC Groningen ist auch ein Arbeitersverein. Ja, das sind die Bauern, nennen sie sich selbst, müssen hart arbeiten und immer alles geben. Und deswegen bin ich damals nach Groningen gewechselt. Und von Groningen aus hatte ich auch die Möglichkeit, nach Belgien zu wechseln. Aber dann habe ich doch dafür entschieden, nach Deutschland zu wechseln. Und das habe ich nie bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Stell ich mir krass vor. Also wenn Ajax Amsterdam kommt, das ist ja eigentlich wie wenn in Deutschland Bayern München kommt. Ne? Also da so Nein zu sagen. Ja, aber ich hab das gut überlegt mit der damaligen Trainer. Und der war ganz klar da auch da drin und hat gesagt, ja, und Groningen war sofort konkret. Die haben mir sofort einen Vertrag gegeben und ich konnte intern wohnen und die haben alles geregelt, Schule und alles. Und Ajax musste ich erst nochmal ein Probespiel machen. Und, aber das Schöne war, da habe ich mit Groningen gegen Ajax gespielt, da habe ich die Schöne abgeschossen. Das war geil. Ehrlich? Da haben wir 3-2 gewonnen. So, das war richtig gut mit der U19 damals. Das ist geil, das ist geil. Ja. Ist Groningen immer noch dein Lieblingsverein in Holland? Oder wie ist das? Nein, ich habe nicht so eine Beziehung nach Groningen. Ich hab keine einzige Lieblingsverein. Nur Rot-Weiß ist immer noch zum Herzen. Aber, ja. Aber sonst, wenn die Leute mir in Holland auch fragen, vor wem bist du? Ich sage, ja, Rot-Weiß Essen. Dann sage ich immer, Rot-Weiß Essen. Okay. Nee. Aber jetzt in Holland, ich genieße von Roger Schmidt bei PSV Eindhoven. Ja, das ist ein deutscher Trainer, der Letsch ist hier bei Vitesse Arnhem Trainer. Und in Holland finde ich es richtig schwer, mal einen anderen Stil zu sehen im holländischen Fußball. Das sind die nicht gewöhnt. Ja. Und ich habe gerade zu Timo auch so gesagt im Vorgespräch, dass die alle Kommentar haben auf Roger Schmidt, weil der was anderes macht und das auch mal in die Hose geht. Aber ich denke, wenn man was anderes macht, dann wird das auch mal in die Hose gehen und dann muss das auch mal passieren. Und ich bin auch gespannt, wie es sich durchzieht hier. Und, aber ich finde es schön, dass mal die beide Welten zusammenkommen. Der holländische Fußball und deutscher Fußball, ich denke, die beste Kombination, die man kann haben. Hat ja auch mit Mario Götze und Philipp Max zwei deutsche Spieler noch dabei, die ja, finde ich, sehr, sehr gute Spieler sind und beide in der Nationalmannschaft eigentlich eine Rolle spielen können. Ist auch nochmal was ganz anderes. Wie siehst du die beiden so in Holland? Nimmst du das wahr? Sind die in Holland? Ja, Götze ist ja ein Weltspieler eigentlich. Ja, aber das zeigt er auch jedes Mal, wenn er spielt, wenn er nicht verletzt ist natürlich. Ja? Das, die letzten 3-4 Wochen war er wieder verletzt gewesen, aber wenn er auf dem Platz steht, dann macht immer gute Sachen. Der ist immer ruhig am Ball. Jede Annahme vom Ball ist gut. Der hat so ein Souplesse in seinem Spiel. Der macht jede Mannschaft besser, glaube ich. Aber oder in Deutschland noch das Tempo an kann, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Aber in Holland ist er einfach außergewöhnliche Spieler. Und wir dürfen froh sein, dass solche Spieler bei uns auf die Plätze laufen. Das glaube ich. Ja, hat er bewusst, glaube ich, sich auch entschieden. Ne? Ein bisschen was Ruhigeres vielleicht für sich auch vom Umfeld zu haben. Ne? Genau. Und das hat er auch richtig gemacht. Der wird auch hier, jeder schätzt ihn hier in Holland auch. Und der hat seine Ruhe. Und ich denke, das tut ihm gut. Ja, das glaube ich auch nach der Zeit, die er erlebt hat, jetzt auch zuletzt, muss man sagen. Ja. Timo, hast du noch was? Boah, ganz ehrlich, ich habe gar nichts mehr. Wie gesagt, meine Frage wurde beantwortet, allein, dass der Erwin schon hier ist. Ja, hat mich glücklich gemacht und dass es so geklappt hat. Danke erstmal, Erwin. Ja, super geil. Und, total super.
Genau, wir haben uns ja auch noch nicht gesehen. Also sehr sympathisches, tolles Gespräch, muss ich sagen. Ich könnte stundenlang auch über Fußball reden. Deswegen ist es immer toll, wenn man ein paar Jungs von der alten Garde noch da hat. Ne? Ja, es macht auch immer Spaß. Ich muss mir ein bisschen angewöhnen, um wieder die ganze Zeit Deutsch zu sprechen. Aber irgendwie geht's. Machst du gut. Man versteht dich sehr gut. Da habe ich auch ein bisschen Probleme mit gehabt. Am Anfang, als ich wieder zurück in Holland war, auf dem Platz, die Kommandos auch auf Holländisch. Ja. Aber da habe ich einfach, auch jetzt als Trainer, manchmal hole ich noch deutsche Wörter dadurch. Druck, ne? Ja, genau. Genau. Das geht noch. Aber manche Situationen, dann steht man vor die Mannschaft und dann muss man eine Besprechung machen über das Spiel und dann fällt mir das holländische Wort nicht ein. Und dann mache ich einfach das deutsche Wort raus und sage, ja, in Deutschland nennen wir das so. Aber in Holland lernen doch, glaube ich, auch alle Deutsch in der Schule, oder? Ja, stimmt, ja. Man muss es Pflicht Mittelschule ist das, glaube ich. Und dann hat man das 2 Jahre, das kann man entscheiden, oder Spanisch, Französisch oder Deutsch weitermachen. Oh ja, okay. Aber damals habe ich Deutsch nach 1 Jahr rausgeschmissen, weil es zu schwer war. Und dann ziehst du nach Deutschland und musst. Das ist natürlich. Ja, genau. Aber ich habe Glück gehabt. Und damals, als ich in Deutschland gekommen bin, war in Belgien bei Gütersloh. Und da hat mir richtig aufgenommen und hat mir gelernt, Deutsch zu sprechen. Und, aber da gab es so viele Missverstände mit der Sprache. Das ist vielleicht nochmal eine schöne Geschichte, um da abzuschließen. Ja. Das die erste Woche, dass ich bei Gütersloh war. Und dann haben wir warm gelaufen und da waren wir mit denen zusammen. Und auf einmal sagt der Trainer, Kreis. Und die Jungs sind gesprintet nach der anderen Seite vom Platz. Und ich bin hinterhergegangen. Ich wusste gar nicht, was das war, Kreis. Und dann kam ich an der anderen Seite und dann musste ich in der Mitte. Und die alle gelachen natürlich, scheiß Holländer und blöde Holländer und alles. Da habe ich gedacht, das passiert mir nicht nochmals. Und dann 2 Wochen später, und dann waren wir wieder, haben wir warm gelaufen. Und dann sagt der Trainer auf einmal, Kreis. Und ich bin umgedreht, ich bin gesprintet nach der anderen Seite vom Platz. Und dann gucke ich hinter mir, aber keiner mitgekommen. Alle gelacht. Ja, der Trainer hat gemeint, ich sollte im Kreis dehnen zusammen. Ja, voller Einsatz. Ja, genau, aber der blöde Holländer kommt wieder zurück. Und aber da lernt man von. Und jetzt kann man darüber lachen. Klar. Das ist sehr schön. Das ist sehr sympathisch. Ja, cool. Also ich kann auch nur Danke sagen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde voll und haben unglaublich jetzt viel. Schon, ne? Ja, es geht sehr schnell. Also wenn wir jetzt noch ein Bierchen dabei hätten, könnten wir noch 2-3 Stunden. Ne? Insofern vielen Dank erstmal von uns, vom ganzen Team, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich kann ja auch nur sagen, ich habe sehr viele Freunde haben mich auch angesprochen, die hier aus Essen sind und die haben alle gesagt, geil, ihr habt Erwin Kuhn wirklich da, der echte Erwin Kuhn, ja, der echte. Und alle erinnern sich sehr, sehr gerne daran. Insofern, beste Grüße gehen raus an dich, von allen Essen-Fans, glaube ich. Und du bist immer gern hier gesehen und wenn du mal hier bist, dann trinken wir mit Sicherheit mal ein Bierchen zusammen. Das machen wir, 100%. Genau, im Stadion beim Aufstieg wäre natürlich am allerschönsten. Ne? Das wäre das Schönste. Hoffe, das Publikum wieder da sein darf. Und, aber ich besuche Essen immer noch 3-4 Mal im Jahr, um Spiel zu besuchen und können einander mal treffen. Und ich hoffe, dass es mit eurer Podcast auch wieder bergaufwärts geht. Ich habe gesehen, dass die Zahlen gut sind. Ja. Und ein neues Logo habe ich gesehen. So, das wird schon. Genau, danke. Ja, das haben wir gerne. Vielleicht zum Abschluss von dir. Das letzte Wort in dieser Sendung an die Fans von Rot-Weiß Essen und ja, auch aktuell, wie gesagt, der Kampf um den Aufstieg beschäftigt hier alle. Vielleicht hast du noch ein paar Worte für die Jungs und Mädels. Ja, an alle Fans, sicherlich auch auf die Situation jetzt, wie es ist. Bleib ruhig, hab Vertrauen in der Mannschaft, unterstützt die Jungs. Macht dir nicht unsicher, durch sofort wieder negativ zu sein, wenn man nicht so läuft, wie es sein soll. Ich glaube, das Team steht, der Staff, der Trainerstaff steht auch gut. Es ist Ruhe im Verein endlich mal. Dann sieht man auch, dass die Geschichte kann dieses Jahr passieren. Und es muss auch passieren. Und der Druck liegt schon bei den Spielern, aber wir sollen als Fans einfach locker dahinter stehen und nur positiv unterstützen. Und dann werden wir das zusammen schaffen, denke ich mal. Vielen Dank. In diesem Sinne. Vielen Dank, Erwin. Ciao und nur der Erwin. Gerne. Ciao. Okay, ciao. So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.